So, wir haben das Getau. Und begrüßt werden wir von unserer kleinen Freundin Angel, die uns auch zugleich einen Hinweis hinterlässt, den wir uns gleich anschauen werden. Nachdem wir das versteckte Objekt mitgenommen haben und jetzt noch zwei Stück brauchen. Und ich leider befürchte, dass ich wahrscheinlich wieder eins übersehen habe. Meines Vaters Büro befindet sich ganz oben in diesem Turm. Papa war so stolz auf sich und sein Krankenhaus, dass er sich selbst ein Monument errichtet hat. Die Arroganz hat das ganze Mitleid in seiner Seele getötet. Er war das erste Opfer des dämonischen Invasion. Der dämonischen Invasion. Entschuldigung. Das heißt, die Arroganz wird uns wohl gleich erwarten. Dr. Morbell hat veranlasst, dass diese Statue gebaut wird. Es ist ein Symbol für seinen Stolz und seine Arroganz. Es ist ein Symbol dafür, dass er einen ziemlich schlechten Bildhauer hatte. Ist nämlich übelst hässlich. Oh, wir benötigen eine Sicherung, die wir natürlich dabei haben, weil wir sie bei Avidus geklaut haben. Und können jetzt mit dem Aufzug nach oben fahren. Ei, 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 ganz schön eingebildet, der Gute. Eine lila Robe, goldene Lorbeeren, eine Sonnenmaske. Dieser Dämon sieht wie ein mächtiger Herrscher aus. Nein, dieser Dämon sieht ziemlich lachhaft aus. Wir nehmen uns eine Schallplatte mit, so ganz am Rande, geklaut. Merkt eh keiner. Und ein verstecktes Objekt. Es fehlt noch ein einziges und ich befürchte wirklich, wirklich, dass wir es übersehen haben. Ich hoffe es nicht. Aber das werden wir noch sehen. Und hier ist Angels Vater. Stolz hat alles zerstört, was noch menschlich in Dr. Morwell war. Nur so war er wieder in der Lage, seine Frau und seine Tochter zu töten, ohne dass er es bemerkt hat. Was für ein arroganter Mann. Er war Kränkheit seiner Patienten. Es ist so hart, mit der Arroganz zu leben. Sie macht einen blind für seine Sünden. Die Höhen, die man erklimmen mag, enden nur mit Trauer im Sarg. Und damit hätte sich auch der letzte Dämon uns offenbart. Es ist Angels Vater. Wie hätte es anders sein sollen? Ein ziemlich arroganter Schnösel. Ich mag ihn jetzt schon nicht. Etwas scheint hier zu fehlen. Etwas, das aussieht wie ein Pokal. Tada. Und wir bekommen ein Schwert. Ich bin dafür, dass wir dieses Schwert nehmen und dem Dämon seinen Kopf abschlagen. Aber das dürfen wir nicht und das Schwert wird sowieso an anderer Stelle gebraucht. Das heißt, alles zurücklaufen. Wieder da unten rein und das Schwert hineingeschoben. Wir finden zwei Runen, eine Kanonenkugel. Uff, uff. Und das war es auch schon. Gut, mit den Runen rennen wir erstmal wieder zurück zur Kathedrale. Nach Beendigung dieses Spiels werde ich definitiv Kilometergeld beantragen und das von den Steuern absetzen. So, dann mal sehen. Nummer 1. Wir bekommen Spannung, Spannung. Einen Edelstein. Hier. Und Rune Nummer 2. Damit fehlen uns nur noch zwei Stück. Und wir bekommen Sternenpulver.
Jetzt können wir unseren Protagonisten schön machen. Ich habe nur keinen Peil, was ich jetzt mit dem ganzen Mist hier soll. Ich habe jetzt Sternpulver, grüner Edelstein, eine Schallplatte, eine Kurbel, Engelsflügel. Gut, wo ich die Kanonenkugel platziere, das weiß ich. Und zwar, wenn wir uns daran erinnern, ganz am Anfang. Den Gegenstand kann ich hier nicht. Warum nicht? Das ist der Kanonenkugel. Pack das da rein. Okay, versuchen es erstmal mit Schießpulver. Und dann mit der Kanonenkugel. Sehr schön. Ich bin dafür, wir machen ein bisschen Remi-Demi. Und schauen mal, was passiert. Ich glaube, da haben wir dann soeben die so heiß geliebte Statue von Dr. Morbei zerstört und mit ihm die Arroganz, die in seinem Herzen wohnte. Ja, das tut mir jetzt leid, aber das musste sein. Ich kann das erklären. Ich habe Dr. Morbeis Statue zu Geröll reduziert. Und so den Dämon darin besiegt. Jetzt sehe ich ein Licht dort, wo früher die Statue stand. Ist es ein geheimes Versteck? Ich würde sagen, das finden wir heraus. Und spielen einfach mal neugierige Katze. Und finden eine Art Altar. Auf jeden Fall ist hier dasselbe Symbol wie in der Kathedrale. Das hat also irgendwas zu bedeuten. Dies ist das Zimmer, über das der Alchemist in sein Notizbuch geschrieben hat und wo er die Ereignisse seiner Experimente aufbewahrte. Ergebnisse, Entschuldigung. Ach so, das ist dieses Geheimzimmer, okay. Unter einer Statue platziert, das ist natürlich nicht dumm. Ein verstecktes Objekt, wir haben damit alle 42 gefunden. Du hast alle Spezialobjekte gefunden. Als Belohnung kannst du jetzt im Hauptmenü alle Videos des Spiels anschauen. Yay! Das habe ich mir schon immer gewünscht. Hat sich ja voll gelohnt, die alle zu sammeln. Okay. Wir haben einen Plattenspieler. Den legen wir die Schallplatte, kurbeln ihn ein bisschen an. Ja, doch, ist eine gute Platte. Ich höre zwar nichts, aber wir nehmen die Rune mit. Ich habe es geschafft. Ich habe einen Weg gefunden, die Flügel zum Leben zu erwecken. Okay, creepy. Der Alchemist hat einen Weg gefunden, die Flügel zum Leben zu erwecken. Ich gebe sie ja Videos und warte ab, was passiert. Ich verstehe. Das sieht aus wie ein Altar oder etwas ähnliches. Ich würde fast behaupten, es ist Zeit für den letzten Akt. Wir gehen nochmal in die Kathedrale. Benutzen die vorletzte Rune. Und bringen Abydos dann dazu, zu fliegen, so wie sie es immer gewünscht hat, frei zu sein wie ein Engel. Wir bekommen noch einen Edelstein mit diesen Zutaten, wie wir gerade auf dem Bild gesehen haben. Hier, beide Edelsteine, das Pulver und die Flügel, die wir aus dem Mausoleum von Angel und ihrer Mutter mitgehen lassen haben. Werden wir
diese Flügel nun. Verzaubern. Lebendige Flügel. Gut, mit unserem letzten Gegenstand. Huch. Ihr kommt uns schon entgegen. Also lassen wir sie nicht mehr lange warten. Und vertreiben auch den Neid aus Sacra Terra. Flieg, kleiner Engel. Flieg. Eine letzte Rune hat uns Abius mit auf den Weg gegeben, bevor sie, wie alle anderen Dämonen zuvor, wieder dorthin zurückgeschickt wurden, wo sie eigentlich herkamen. Ich habe Abius die Flügel gegeben, auf die sie schon so lange gewartet hat. Jetzt kann sie fliegen, aber wie weit? Sie realisiert nicht, dass nur eine reine Seele die Flügel benutzen kann. Eine Seele voller Sünden wird zu Stein verwandelt. Letztendlich hat Dr. Abidus das bekommen, was sie wollte, und musste trotzdem für ihre Taten büßen. Sie hat zwei Menschen umgebracht. Und das soll nicht ungestraft bleiben. Wir setzen die allerletzte Rune ein und schauen, was passiert. Ja, das war Sacra Terra, Nacht der Engel. Wir haben Sacra Terra von den Dämonen der sieben Todsünden befreit und unseren Protagonisten wieder dorthin geschickt, wo er ursprünglich sein sollte. Im Morbei-Krankenhaus. In dem Krankenhaus, wo alles noch gut ist, was nicht verranzt ist. Nicht verbohren. Ja, das Spiel hatte eine interessante Hintergrundgeschichte, was man jetzt nicht bei vielen Wimmelbildern kennt. Man hat ein wenig über die Todsünden gelernt. Alles in allem ist es ein nettes Spiel für zwischendurch. Es geht jetzt auch nicht so lange. Die Rätsel sind jetzt nicht so schwer. Die Wimmelbilder sind gut inszeniert und gemacht. Ich kann das Spiel nur empfehlen für Wimmelbildliebhaber oder Leute, die einfach gerne mal zwischendurch was spielen möchten und auf ein bisschen
ja, nennen wir es Grusel, stehen da einige Szenarien ja doch recht nett gestaltet sind. In dem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen und bis dann, wenn es wieder heißt Let's Play. Wiedersehen!